Guten Morgen, Welt da draußen. Ich möchte gerne eine Vorankündigung machen. Und zwar habe ich heute etwas ganz Besonderes vor. Ich habe das Emotional Releasing vor über 3 Jahren mit in meine Praxis als Therapiemöglichkeit oder die Möglichkeit der Traumatherapie, der energetischen Traumatherapie, ich muss es ja nochmal sagen, aufgenommen. Ich habe das damals gelernt in Amerika und habe das Ganze halt so ein bisschen verfeinert und ausgereift und letztendlich zu meiner Therapieform gemacht. Ich lebe das und ich liebe es und ich finde es ganz wundervoll, was man damit erreichen kann für die Menschen und auch für unsere Tiere. Ich habe daraus eine kleine Ausbildung kreiert und habe mittlerweile mehr als 30 Therapeuten ausgebildet. Und ich habe heute einige Damen dazu eingeladen, mit mir eine Aufzeichnung zu machen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen, um über ihre Arbeit selbst zu sprechen und über das, was sie bewegt in dieser Welt. Und ich freue mich ganz herzlich, euch später diese Aufzeichnung ins Netz zu stellen, dass ihr mal hört, wie andere Menschen über diese Arbeit denken und wie die Erfolge einfach damit sind. Wir haben Therapeuten dabei, die eigene Praxen haben für Tiere und für Menschen. Wir haben ganz spirituell hochenergetische Menschen dabei, aber wir haben auch ganz normale Menschen dabei oder ganz normale Damen dabei, die einfach das Emotional Releasing für sich selbst lernen wollten, um das für sich anzuwenden, für ihre Freunde, Familie und für ihre Tiere. Und ich bin unsagbar stolz darauf, dass wir mittlerweile so eine tolle Gruppe sind von ganz, ganz, ganz wundervollen Menschen, die meine Vision mit begleiten und meinen Weg mit mir gehen, um das Beste für euch und eure Tiere zu schaffen, was wir einfach schaffen können. Ich freue mich auch später. Ich bin noch ein bisschen in den Vorbereitungen. Ja, es muss ja alles laufen, ne? So wie man sieht, Skripte, wie auch immer, es muss ja alles bearbeitet werden und beziehungsweise gelesen werden und vorbereitet werden, obwohl Improvisation ist alles. Ich kann das immer gar nicht so. Ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr spontan ist in all diesen Dingen. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Nein, es wird einfach wundervoll, das weiß ich jetzt schon. Und ich freue mich auf euch, Mädels. Und ich freue mich darauf, euch das im Nachgang präsentieren zu dürfen. Bis ganz bald, eure Sandra.